Hallo, liebe Freunde. Ich möchte jetzt eine gute Partie auf Lichess spielen. Ja, das habe ich gute Gegner. Das kommt jetzt Volga oder Benoni. Ah, ne, das gibt es auch. So eine solide Bau für Schwarz. Das ist passiv. Ich habe hier mehr Raum. Okay. Mal schauen. Okay, ich spiele hier 4. B4 im passenden Augenblick. Ich sollte ja Level G5 spielen. Gut. Ich kann sowas tun, er möchte schlechte Hilfe abtauschen. Das ist die Idee. Spiel G3. Vergiss mal Spiel G4. Ja, 4, drohte 5, mit Raum gewinnen, muss schlagen, dann stehen Zentrum dann besser und aktiver. Okay, jetzt kommt der 5, das ist nicht so gut für ihn. Ja, das kann er tauschen, ist kein Problem, aber okay, die 2 zuerst. Dann H4. Also er hat passive Stellung. Ich glaube, ich stehe hier besser. Ja, dann kann ich es schlagen. Schlage, warum nicht? Jetzt nehmen wir den. Schlagen lassen, Dame D2 oder auf G6 schlagen und dann Dame D2. Ja, ich denke durch hier oder sogar G4. Einfach mehr Raum kontrollieren. Okay, ich spiele G4. Dann H3, spiele G3. Und meine Figuren sind hier aktiver. Ja, ich glaube, die Stank ist klar besser für mich. Ich gehe davon aus. Jetzt Dame D2. Muss R6 spielen. Dann kann ich auf G6 nehmen. So, muss er. Kann ich auf G5? Ne, das wäre nicht so gut. Ich glaube, man sollte mit diesem Bau schlagen und dann G5 hängt, H6, jetzt springe, springe G3 und springe E4 und dann kontrolliere ich das wichtige Feld E4. Stehe ich auf jeden Fall besser. Und ich habe gedeckte Freibauer. Ich will alles jetzt tauschen. Aber ich muss nicht behalten. Deswegen spiele ich erstmal B4. Damals lieber wahrscheinlich. Da kann ich dann wieder auf Berlin noch operieren. Okay, dann tun wir eins. Nee, das glaube ich nicht. Also, dass das für ihn so gut ist. Jetzt mit B6, also springe G4, tun wir eins. Ja, so funktioniert das nicht. Also Turm B1. So, mein Freund. Jetzt springe E4, dann wird er dann zweimal tauschen. Also Dame 3 noch. Dame C7 muss auf C4 angreifen. Okay, Turm B6 kann ich trotzdem schlagen.
Ne, so, okay, dann lass mich hier Initiative entwickeln. So, jetzt muss ich wieder weiterkommen. Wie komme ich jetzt weiter? Gut, Springer F5 vielleicht. Damit nicht der rauskommt, okay, schlage ich hier. Das ist so, okay. Hätte ich nie gedacht, dass er spielt. Jetzt ist die. Da muss ich ja. F6. Ich tue B5 spiele, Bauer greife. Der Opfert, okay, gut. Oder eingestellt. Also ich habe mehr Bauer und druckvolle Stellung. Gut. Dame 5, ja. Jetzt ist irgendwie tot was von ihm, ne? Dame 4 will schlagen. Okay, H4. Ich greife auch jetzt. Dame ist weg. Jetzt Dame 4 Turm B8 und da schlage ich auf G5. Wenn so spielt, das so kommt trotzdem G5 und dann ich bin hier ziemlich weit. Und beachtet sollte ich vielleicht dazwischen spielen. Naja, habe ich nicht gemacht, aber gut, das läuft nicht weg. Wenn er weg hier läuft, dann schlage ich auf G6, dann droht Dame G5. Okay, das bin ich am Drucker. Er sollte irgendwie klappen. So muss man dann greifen und auch gleichzeitig hier ein Busfelder decken. So gut, jetzt kommt Schach, damit Turm nicht mit Schach hängt. Dann mal 4. Turm einfach muss er spielen. So, das klar. Da muss ich schlagen. Ich schlage auch H6. Jetzt kommt meine Dame wieder rein. So, das ist der einzige Zug von ihm. Jetzt kommt H7. Und dann Dame H6 Opfer. Und F6, warte mal. F6, F7. Gut raus. F7. Eine starke Partie. Gut, schauen wir, was Computer dazu sagt. Ich bin mit Partie zufrieden eigentlich. Gut, das ist. Das ist eigentlich ein gutes Schema. A4. Ja, will jetzt. Wahrscheinlich läuft der zweite genau, um nach Springer 8 damals einspielen zu können, um Läufer G5 zu verhindern. So das. Aber gut, das ist. So, Springer 8, G3, das war richtig von mir. So, noch Läufer G5, F4. F4 sofort. Jetzt F5. Nach F5 stehe ich besser. Das habe ich auch mir so gedacht. F6. Also gefällt mich. H4 hätte ich direkt davor. Okay, ich habe geschlagen. Das ist auch nicht schlecht. Jetzt kommt G4. Jetzt habe ich Raumvorteil. Also, das hat kein Gegenspiel. Also, ich kontrolliere das ganze Brett. Dame D2, greife H6 an. So. H6, Springer E3, um F4 zu kontrollieren, dieses Feld. Springer 8, jetzt kommt B4, ja, Computer auch gefällt den Zug. A5, Turm B3, jetzt habe ich neue Schwäche, auch B6. Hier ist meine Vorteil, ist auch
Das ist gedeckte freie Bauer für 6, Spenge Turm B1, greifen B6 an, so. Spenge Dame 3, noch ein Angriff. Spenge C4, wird ein solider Vorteil. Spenge F5, okay, schlägt F6 vor. Mitte der Spenge F5, okay, das mag sein, aber meine Stolz so abzugeben. Ja, gut, das. Sieht nicht schlecht aus, das okay, gut, das habe ich nicht gesehen. Spenge H5, Spenge C5, Spenge C5, so, Turm B7, so, das Turm B5, geschlagen, Turm A5, B5, Läufer A6, Turm B3, Dame A5, H4. Ja, starker Zug. Er hat das sogar nicht gesehen. Ich habe den Löffel 2 vorgeschlagen nach F4. Meine Stellung ist. Ich spiele jetzt 2 Flügel. Die Dame schafft nicht auf 2 Flügel zu arbeiten bei ihm. Ich bin hier jetzt, habe ich hier Entwicklungsvorsprung, also Initiative. Jetzt G6 spielen sollen, so gut. Ja, und dann Dame H6. Ja, stimmt, aber. Turm F8 ist auch nicht schlecht, also was ich hier gespielt habe, so, das nehme ich. Schlage auf H6, schlage G6. Okay, G6 und Löffel Dame H6. Okay, dann geht es zu G6 wahrscheinlich. Ja gut, das. Aber das ist auch nicht so schlecht, dann nach H6 zu nehmen. So, H7. Okay, Dame G5 wäre einfacher gewesen. Wenn er nimmt dann F6 und Dame G7 matt. F6 gewinnt auch. Und F7. Ja, gut genug. Er hat aufgegeben. Ja, das ist nicht schlecht. Computer auch nicht viel besser hier gespielt. Natürlich hat er besser gespielt, aber ich habe wahrscheinlich ziemlich gute Quote gehabt. Wenn euch dieses Spiel gefallen hat, gebt es bitte Daumen und abonnieren Sie den Kanal, um weitere Videos zu verpassen.